Peter, Paul and Mary. Peter, Paul und Maria. Peter, Paul and Mary are planning a bank robbery. Peter, Paul und Maria planen einen Banküberfall. They meet at 2 o'clock. Sie treffen sich um 2 Uhr. Hello, Peter. Hallo, Peter. Hello, Mary. Hallo, Maria. Hello, Paul. You are again the latest. Hallo, Paul. Du bist mal wieder das Allerletzte. The latest, das ist ein Ausdruck der Umgangssprache. In England wird sehr viel Umgangssprache gesprochen. Peter trifft jetzt die letzten Vorbereitungen. Hello, partners. Have you your guns thereby? Hallo, Geschäftsfreunde. Habt ihr eure Pistolen dabei? Egg Freelight. Ei Freilicht. Okay, denkt Peter, dann kann's ja losgehen. Okay, then let's go in this damn bank, get that whole money stuff and shoot everybody down with our bang bang machine guns. Vamos! Okay, lass uns die Bank zwecks eines Überfalls betreten. Und sie gehen jetzt in die Bank. Hello, this is a bank robbery. Hallo, dies ist eine Bankräuberei. Hands up! Hände auf! Und Peter wendet sich zum Kassierer. How much money have you in your bank? Och, sagt der Kassierer, ich habe 17.000 Mark in 500-Mark-Scheinen, 800 Mark in Hartgeld, das können Sie bei uns anlegen zu einem festverbindlichen Zins von 7,5% bei einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Und während Peter noch überlegt, wie er sein Geld am besten anlegt, kann unbemerkt ein Polizist in die Bank eindringen. Hello, I am the bull. Hallo, ich bin der Polizist. Und ich singe für Sie und all die freundlichen Bankräuber daheim und an den Bildschirmen das Lied vom Freizeitchor des Kernreaktors Karlsruhe. Hi, was haben wir gespalten? So. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, dann berichte ich darüber, wie man einen Bankraub erfolgreich zu Ende bringt. Versäumen Sie also nicht die nächste Folge, dann erwartet Sie wieder a whole bunch, ein ganzer Haufen of sex and crime, von Spannung und Belehrung. Schönen guten Abend.